Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen, super guten Ausgabe von Hotel Roulette. Denn der deutsche Heinz, wenn er auf Reisen geht, weiß nie genau, wie es letztendlich aussieht in seinem schön gebuchten Hotel. Wir sind hier in Lima, in der Hauptstadt von Peru, und haben eine ganz, ganz feine Unterkunft gebucht. Ich werde den Namen natürlich nicht verraten. Die ganze Bude ist hier auch schon ziemlich in die Jahre gekommen. Ansonsten habt ihr es ja gerade gesehen, das Panorama wirklich 1A. Aber was hier wirklich zählt, ist das, was sich der Architekt ausgedacht hat. Denn das habe ich so noch nie gesehen und finde ich ganz hervorragend. Ich zeige euch das mal. Was soll das? Also, wieso macht man einen Vorhang, um das Scheißhaus zu sehen, direkt neben dem Bett? Also wenn der Vorhang wenigstens drin wäre, dass der scheißen geht, das hoch und runter machen kann, wie er will. Aber was ist dahinter eigentlich für ein Gedanke gewesen? Ich check es einfach nicht. Vielleicht seid ihr ja ausgebildete Hotelarchitekten und könnt mir das mal erklären. Dann schreibt es bitte unten in die Kommentatorenliste rein. Der Prof versteht es einfach nicht. Jojo, verstehst du es? Nee, Jojo versteht es auch nicht, hat er mir gerade durchs Ohr gesagt. Wenn ihr ähnlich skurrile Geschichten in irgendeinem Hotel auf dieser Welt schon erlebt habt, dann schreibt es auch mal kurz in den Kommentar rein. Ich mache jetzt den Lappen wieder zu und gehe schön kacken, denn ich will meine Ruhe haben. Ich weiß einfach nicht, was das soll. Ich weiß es einfach nicht. Lappen zu und ich bin raus. Gut kack.